Boah, irgendwie dachte ich, da kommen Vögel raus. Oder irgendwas. Das ist dahinter. Lieber Frank, auf dich wartet eine besondere Überraschung. Um diese zu erhalten, muss Zoe 2 ihrer Zigaretten abgeben. Trefft eine Entscheidung und gibt sie im Teenie-Telefon bekannt. Krass. Wow, danke schön. Boah, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Nicht? Nein. Ach, das sind nur Zigaretten. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt hol doch deine Überraschung. Danke. Oh, gerne. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was du mitbringst. Die Augen. Wow, damit hätte ich gerne nicht gerechnet, ey. Bist du dir sicher? Ja, als klar. Ich hätte niemals verlangt, dass irgendeiner was für mich geben muss. Für eine Überraschung. Aber wenn einer direkt selber aufsteht, das hat aber Charakter, das Mädchen, das ist, wow. Was für eine Überraschung kann denn kommen? Warum kriegt der jetzt so ein Shampoo oder was? Ich meine, kann auch alles Berechnung sein, aber ich gehe einfach mal vom Guten im Menschen aus und ich sage, das ist echt ein toller Charakterzug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Hallo Schatz. Ach. Ich wünsche dir ganz viel Glück für die Dschungelshow und ich finde, du machst das jetzt richtig gut. Mach weiter so und gib nicht auf. Wir sind stolz auf dich. Mir geht's auch gut, außer dass ich dich unheimlich vermisse. Tja, ohne dich ist eben alles doof. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Ich liebe dich, mein Schatz, und zwar von ganzem Herzen. Mach's gut und bis bald. Geil. Ich kann das in Worte nicht fassen, wie sehr ich dieses Mädchen liebe. Seit 13 Jahren sind wir unzertrennbar. Ich bin froh, Menschen zu haben, mit dem ich hoffentlich ganz, 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 ganz alt werde. Und wenn es dann soweit sein sollte, dass wir zusammen im Bettchen liegen, die Händchen halten und zusammen einschlafen. Das würde ich mir wünschen. Das ist heftig. Boah, ist das cool. Aber das war echt geil mit den Zigaretten. Wow, also, ja. Obwohl ich gestern so, ja, was heißt nicht geschimpft, aber ich habe dir meine Meinung gesagt. Oder eigentlich sagen würdest, boah, was ist das für ein Arschloch? Und du stehst auf, gibst mir die Zigaretten und sagst, hol dir deine Überraschung ab. Ja, aber das Bist waren du ja doof? Auch Emotionen aber gestern. Kann ich, Frank, hat deine Sicht über Zoe geändert? Jetzt? Ja, weil ich wollte sie ja nicht drin haben. Du warst wirklich meine allerletzte Wahl. Ja, ich habe gesagt, so mag ich nicht, will ich nicht. Ja, und sie macht dann so. Ja, wundert mich ja auch nicht, dass man das nicht von mir erwartet. Ich habe mich ja auch oft genug schon in Sendungen daneben verhalten. Aber ich habe mich in Therapie begeben, habe an mir gearbeitet und
bin halt da jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter im Kopf, als ich es noch vor einem Jahr war. Gestern habe ich mich halt ein bisschen aufgeregt, habe ich gesagt, boah, ist sie doof, ne? Mhm. So, und heute ist wieder genau das Gegenteil. Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Ja. Emotionen. Emotionen, ja.